Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute ganz was Tolles. Wir bauen ein bisschen was Klemmbausteinmäßiges, aber auf keinen Fall was von Lego. Okay, das ist jetzt mal klar und da habe ich auch schon das gute Teil. Schaut mal, was ich hier Wunderbares habe. Schachtel glitzert, wir haben hier ein paar so Effekte, so rausgedruckt ist das Ganze, man sieht das schön. Und wir bauen heute dieses Weihnachtshäuschen. Wir legen gleich los, beziehungsweise wir schauen uns noch ganz kurz die Schachtel an. Wir haben hier nämlich ein Miniscale. Ich glaube, das sind die Steine einfach nur kleiner. Ich habe mir es noch nicht angeschaut, deswegen schauen wir gleich nach. Ab 6 Jahren, wenn die Steine kleiner sind, bin ich mir nicht so sicher, ob man das so toll dann mit Kindern bearbeiten kann, wenn die das in den Mund nehmen. Super, super gefährlich. Wir haben sehr, sehr viele Teile. 788 Teile haben wir hier. Und das Ganze, und da schauen wir gleich mal rein, was wir hier Schönes haben. Wir haben hier ein bisschen Rückseite, wir haben hier ein paar Figuren. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schneemann hier und dieser Junge hier noch dabei ist. Also Schneemann schon, aber der Weihnachtsmann, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der dabei ist. Und ja, hier ganz viele chinesische Zeichen. Ich habe das Ganze bei Amazon gekauft. Und da werden wir noch später drüber sprechen, wo es das gibt, was es ungefähr kosten darf und soll. Und wir bauen es ganz, ganz super schnell auf und schauen mal rein. So. Ah ja, also, da haben wir schon ein bisschen was. So, die Anleitung ist super, super strange, weil das ist hier kein Buch, sondern das hier ist ein, da ist er schon gerissen, wie ein riesen Poster. Okay, also diese Anleitung ist schon mal für den Tisch, auch den großen Tisch, ziemlich groß sogar. So, digital gibt es das Ganze, man sieht es aber hier ganz, ganz wild. Chinesische Zeichen, irgendeine App ist das. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ich kann die Hälfte nicht lesen. Finger weg davon. Ich habe Angst, dass da irgendwas schief geht. Mache ich nicht. Interessiert mich nicht. Sicherheit geht vor. Die haben auf mein Handy nichts verloren. Deswegen muss ich jetzt trotzdem das Ganze so bauen hier. Mit dieser Anleitung. Das wird super, super spannend, wie wir das jetzt hinbekommen. Und auch mal schauen, wie das Ganze hier... Okay, gut, gut, gut. Schritt Nummer 1 könnte hier sein. Ja, Schritt Nummer 1 ist hier. Wir haben beidseitig die ganze Anleitung gedruckt. Also wirklich abenteuerlichst. Abenteuerlichst, ja. Eine Lektüre fürs Klo. Könnt ihr gleich mitnehmen und gleich schauen, was wir hier bauen. Ihr habt hier so, so viele kleine Teile. Das ist fast schon unglaublich, was sich hier alles an einem Bild tut. Ihr seht schon hier, das ist... Bin ich gar nicht so gewohnt. Okay, aber gut, soll es mal so sein. Ich baue das Ganze jetzt ganz, ganz schnell auf und schaue mal, wie schnell das Ganze geht, weil das doch relativ kleine Teile sind. Gut, Sticker liebe ich natürlich. Sticker sind super. Ja, gut, Preis-Leistung. Sticker ist okay. So, ganz, ganz viele Teile und wir legen auch gleich mal los. Die sind super, super mini klein. Also echt super klein. Und wir legen gleich mal los. Im Vergleich, das werde ich noch später zeigen, wie groß die wirklich sind. So, stopp. So, ich muss euch was sagen. Ein Klemmbaustein-Set, was mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat und deswegen habe ich da
jetzt ein Stopp gemacht auf jeden Fall. Das Ganze macht wirklich keinen Spaß zum Aufbauen, das sage ich euch. Habe ich so noch nie gehabt und deswegen glaube ich, werde ich das auch so nie wieder machen. Vielleicht habe ich ein bisschen dazu gelernt, was man hier jetzt richtig machen könnte, aber da sind so viele Aspekte, die man richtig machen sollte, könnte. Deswegen sage ich euch und zeige ich euch ganz kurz, was hier los ist. Also als erstes, ich bin hier schon fertig. Ich habe hier mein Häuschen schon gebaut. Hier sieht man das gute Stück. Schlecht ausschauen tut das Ganze nämlich nicht. Gefallen tut's mir, muss ich schon sagen. Aber es macht mir keinen Spaß nicht. Also die Teile sind mir zu klein. Das auf jeden Fall. Gewisse Sachen, der Schlitten hier sieht zwar nicht schlecht aus, aber wenn ihr schaut, das ist super, super breit hier. Das ist nicht, ja, gefällt mir nicht. Also das ist nicht gut gemacht. Das ist viel zu breit. Die Hunde hier am Schlitten, ja. Rentiere sind ausgegangen, glaube ich, bei diesem Set. Also okay. Und was hier noch bleibt, ist ein fader Nachgeschmack. Also das mache ich nicht mehr. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Und da kann ich die Finger weglassen. Was man hier sieht, hier die ganzen Steinchen, die geblieben sind. Also das ist hier auch keine Ahnung. So viele habe ich auch noch nie über gehabt. Also da passt was nicht. Aber gut, okay, sie haben ein paar mehr reingeschmissen. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht, weil das hier kommt natürlich, wenn der Winter vorbei ist, wieder weg. Also das stellt man sich jetzt nicht das ganze Jahr hin. Ich zumindest nicht. So detailreich ist es ja. Und ein paar schöne Sachen sind drin. Es gibt einen einzigen Print und das ist die Uhr da drin, seht ihr. Und sonst ein bisschen hier Kaminfeuer, Sessel hier, Leuchte, Tisch. Geschenke sollen das hier sein. Ich habe die Sticker nicht drauf getan. Mag ich nicht. Ja, Sticker lasse ich bleiben. Das kommt ja dann eher in den Keller wieder runter und da werden die Sticker auch nicht die nächsten Jahre halten. Deswegen dachte ich, nee, lass es gleich bleiben. Dann sieht es halt ein bisschen komisch aus, aber okay, ist halt so. Von außen sieht das ja nicht so schlecht aus, deswegen finde ich, das ist okay. Kann man lassen. So, das ist das Häuschen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist, ja, geht so. Der Nicolo ist auch dabei. Die Füße lassen sich hier abbiegen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber dafür ist das Ganze hier ziemlich steif. Also da biegt sich nichts mehr. Ja, sieht so nicht schlecht aus. Aber ich weiß nicht. So richtig überzeugend tut mich das Ganze hier nicht. Auch jeder kleine Junge hat ganz, ganz kurze Füße. Körpertechnisch das Gleiche. Gesicht haben die beide hübsch. Den gleichen Gesichtsausdruck, also da ist, ja, keine Ahnung, ist halt so zum Hinstellen okay und hat man mal gebaut, tut man sich wahrscheinlich dann nie wieder an oder man steht auf diesen ganzen Bauspaß, der hier unkoordiniert bei mir passiert ist, Weihnachtsmann, Schneemann in dem Fall hier, mit dem Besen in der Hand, ja, weiß nicht, der gefällt mir auch jetzt nicht so toll, deswegen würde ich fast sagen, ja, für mich ist das Ganze nichts, aber wir haben hier sicher ein paar Leute dabei, die das trotzdem haben wollen. Ja, die sollen sich das natürlich kaufen. So schlecht ist es nicht. Mein Tipp für den Spaß hier, ordnet euch alle Steinchen zuerst, weil ihr habt da wirklich 700 Steine liegen und das, ja, die Sucherei nach den Steinen und der Plan unübersichtlich, riesengroße Schritte, ja, ist nicht so toll. Also könnt ihr die Finger davon lassen, wenn ihr den Bauspaß hier jetzt haben wollt, dann holt euch ein anderes Set. Das hier macht jetzt nicht super, super viel Spaß. Aber so als zum Hinstellen für Weihnachten finde ich es jetzt nicht so schlecht. Und ja, im Großen und Ganzen, was wir uns noch anschauen werden, aus dem Mickey, aus der Disney-Welt, hier haben wir die Mickey Mouse als der kleine Zauberlehrling in Lego. Und da können wir schauen, wie groß das Ganze ist. Also ja, natürlich, der Kopf von Mickey Mouse ist super, super groß. Aber wir haben hier natürlich den schönen Vergleich. Hier zum Beispiel Paul Walker. Den zum Vergleich, das ist eine normale Lego-Figur. Das ist auch eine Lego. Das hier, das kleine hier natürlich, ist keine Lego-Figur. Hat damit nicht viel zu tun. Also ihr seht schon,
der Vergleich. Ja, da ist ein bisschen Größenunterschied da. Aber okay. Jo, also das hier zur Größe von dem Ganzen. Und hier auch bei den Steinchen, ihr seht schon, zum Vergleich, hier sind die Noppen. Und das sind die kleinen Noppen, ihr seht schon. Das ist Original Lego, das hier ist irgendein Nachbau. Und es ist um einiges kleiner, man sieht es auf jeden Fall, es ist um einiges kleiner. Und ja, also das zur Größe. Und ja, preislich könnt ihr da natürlich schauen, Amazon, ich habe es um ungefähr 20 Euro gekauft. Es ist auch unter 20 Euro zu bekommen, wenn ihr zum Beispiel Temu benutzt oder dort kaufen tut, dann bekommt ihr das Ganze um 12 Euro schon. Die Schachtel schaut komplett gleich aus, das Häuschen schaut komplett gleich aus, kostet 12 Euro. Da sind aber diese Figuren nicht abgebildet, da weiß man nicht, was man wirklich bekommt, aber das Häuschen auf jeden Fall 12 Euro, das ist okay. Würde ich sogar dort, glaube ich, dann kaufen. Ist natürlich keine Werbung nicht, weil ich habe keine Produktplatzierungen und sonst was. Ich kaufe mir das selber, deswegen. Ich sage nur, ihr bekommt es billiger wie als bei Amazon, bei Temu. Schaut da mal. Und da gibt es verschiedene Häuschen auch. Vielleicht gefällt euch das hier nicht, vielleicht gefällt euch jetzt anderes besser. Die haben eine schöne Auswahl, ja. Also, wenn ihr das kaufen wollt, schaut unbedingt, dass ihr das Ganze unter 20 Euro bekommt, dann ist die Preis-Leistung noch halbwegs gegeben, das ist okay. Und wer große Finger hat und wirklich Spaß haben will mit einem Klemmbausteinset, der kauft sich das, glaube ich, eh nicht, der kauft sich was Vernünftiges. Okay, also das war's von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.